Guten Abend, ich begrüße Sie zu einem weiteren Gespräch in unserer Reihe Parteien vor der Bundestagswahl. Wie das Ganze zustande kam, dazu später mehr. Ich begrüße Herrn Ralf Lorenz. Sie sind Bundestagskandidat der FDP, der Freien Demokratischen Partei, im Rhein-Sieg-Kreis, ja? Ganz genau. Schönen guten Tag, Herr Reitschuster. Ich begrüße Sie. Wo sehen Sie denn im Moment die zentralen Punkte der FDP in diesem Wahlkampf? Ich weiß, Sie haben sehr viel mit Landwirtschaft zu tun, also für Sie persönlich ist es sicher sehr viel Landwirtschaft und Umweltschutz, aber die Frage ganz allgemein innerhalb der Partei, da ist das Thema Landwirtschaft und Umweltschutz sicher auch wichtig, aber wenn, dann nur eines von vielen zentralen, nehme ich einmal an. Ja, ganz genau. Herr Reitschuster, ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, mit dem Thema haben wir uns ja auch kennengelernt. Sie haben mir, ich habe das mal nachgeguckt, vor 7 Jahren eine Freundschaftsanfrage gestellt, als ich diesen Skandal, den NABU-Skandal mit dem Glyphosat medial aufgeklärt habe, wo die Landwirtschaftszeitung das gebracht hat und auch ein weiteres Thema. Da haben wir uns kennengelernt und Sie sind ja auch lange Jahre ein Mitarbeiter von meinem Parteifreund Helmut Markwort gewesen. Und es freut mich, dass Sie mich heute hier eingeladen haben. Ja, Natur, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, das ist so mein Schwerpunktthema. Mag man gar nicht so mit den Freien Demokraten verbinden, aber wir sind viele aus der Naturbewirtschaftungsszene. Das sind nicht nur Landwirte, sondern auch Waldbesitzer, Angler, Imker, Jäger, Schäfer. Das sind alle die, die mit der Natur und von der Natur leben, sie bewirtschaften und daher auch hegen und pflegen. Der erste Umweltminister in der Geschichte der Bundesrepublik war der FDP-Mann Heinz-Dietrich Genscher. Wir haben als Freie Demokraten natürlich die Digitalisierung ist ein zentrales Thema. Das ist oder darf natürlich auch kein Selbstzweck sein. Wir möchten smarte Lösungen, damit wir die Menschen, Bürger, Unternehmen, jeden Einzelnen miteinander vernetzen, dass Dinge einfacher werden, dass Menschen besser miteinander zusammenarbeiten, kollaborieren, Sachen effektiver werden. Und denken, dass dieses Themenfeld ein Zukunftsthema ist, um auch die Wettbewerbsfähigkeit in der Bundesrepublik weltweit halten zu können oder wieder den Anschluss finden zu können. Und dann ist natürlich ein Themengebiet auch essentiell die Bildung. Bildung ist ein Investment, was einem niemand mehr wegnehmen kann, auch gerade vor dem demografischen Wandel. Bildung ist etwas, was einem jeden Einzelnen, auch gerade der Jugend, ein selbsterfülltes Leben mit Selbstbestimmung und in Wohlstand bedeutet. Und deswegen sind das so die zwei zentralen Themen, neben vielen weiteren Themen, auch mit Alleinstellungsmerkmal. Aber ich kann die jetzt alle noch weiter aufzählen. Nein, bitte nicht, sonst wird es zu lang. Aber ich wollte jetzt einfach nur zwei so rauspicken und alles andere können wir aber ja gleich auch noch Bildungspolitik besprechen. Ist ja Länderpolitik und Sie kandidieren ja für den Bundestag. Inwiefern wollen Sie dann über den Bundestag darauf Einfluss nehmen, wenn das eigentlich eine originäre Ländersache ist in der Bundesrepublik? Ja, da haben Sie recht. Ich bin auch kommunalpolitisch hier aktiv und es gibt aber immer Anknüpfungspunkte, auch bis in die Kommune, die mit Bundespolitik zu tun hat. Ja, da gibt es ja dieses Konnexitätsprinzip, dass der Bund gewisse Dinge bestimmt, die die Kommunen zu erfüllen haben. Und die Kommune muss natürlich auch die entsprechenden finanziellen Mittel haben, um diese Aufgaben zu erfüllen. So geht das natürlich auch auf Landesebene. Und es gab ja eine Gesetzesänderung, dass, beziehungsweise Grundgesetzänderung, dass der Bund im Thema Bildung die finanziellen Mittel den Ländern bereitstellen darf. Die Digitalisierung, die Glasfasernetzausbau, das ist eigentlich eine Bundesaufgabe, dass wir bis in den letzten Winkel
der Republik eine vernünftige Anbindung haben. Denn ohne dem geht es nicht. Und ich, wenn ich in den Deutschen Bundestag gewählt werde, dann würde ich gerne von den Besten lernen. Und da sind Lettland, Litauen, Estland ganz vorne mit dabei. Und wir leider nur noch im unteren Ja, Drittel. das klingt schon etwas verrückt, ja, dass jetzt Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion für uns Vorbilder sind, aber die Zeiten haben sich hier tatsächlich gewandelt. Nun bewegt sehr, sehr viele Menschen die Corona-Politik und sehr, sehr viele Menschen werden da aus der FDP nicht schlau. Da haben Sie auf der einen Seite den Herrn Kubicki, der die Bundesregierung scharf kritisiert, der viele der Maßnahmen für überzogen hält. Auf der anderen Seite haben Sie Herrn Lindner, der sich eher zurückhält. Es gab auch nie eine Verfassungsklage der FDP. Woran ist der Wähler denn da, wenn er die FDP wählt in Sachen Corona? Also, ich möchte zunächst mal feststellen, dass das eine besondere Lage war. Wer jetzt sagt, ich hätte dies und jenes gemacht, ich glaube, da hat niemand die Weisheit gepachtet. Allerdings, wo Sie es ansprechen, die FDP hat Grundprinzipien. Wir haben ein Grundsatzprogramm und das ist für mich maßgebliche Leitlinie. Liberal, das kommt vom Latein und bedeutet Freiheit, die Grundrechte, das waren Liberale, die damals die Grundrechte nach der Französischen Revolution 1832, Hambacher Fest oder Wartburger Fest 1848, wo also Studenten, heute würde man sagen Studierende, die Freiheitskämpfe erkämpft haben, indem sie demonstriert haben. Das hat man als Fest deklariert. Man durfte sich ja früher nicht versammeln. Und das war der Ursprung der Freiheitsbewegung, dass unabhängig von der Herkunft Menschen Eigentum erwerben durften, dass sie sich versammeln oder auch wählen durften. So, das sehe ich so als Vorläufer der freien Demokraten, die Liberalen. Und für diese Rechte stehen wir natürlich auch weiter nach wie vor ein. Und die Grundrechte, die stehen in unserer Verfassung und die sind unverkäuflich. Wolfgang Kubicki hat ja auch da kürzlich gesagt, die pandemische Lage nationalen Ausmaßes, da hat übrigens die FDP dagegen gestimmt, diese weiter zu verlängern. Die muss wieder an dem Kriterium festgemacht werden, an der Überlastung des Hat sie da Gesundheitswesens. gesamt dagegen gestimmt oder gab es da nicht auch Enthaltungen? Ich kann sein, dass ich jetzt irgendetwas verwechsle, aber es gab gegen Herrn Kubicki auch Vorwürfe, dass er einmal sich enthalten hat, wo er verbal dagegen geredet hat. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie wissen es wahrscheinlich besser. Ich müsste da Deshalb jetzt frage ich auch mal nach. nachgucken. Ich sage mal, wir haben ja ein freies Mandat. Es gibt ja keinen Fraktionszwang. In dem Sinne, das ist ja auch grundgesetzlich verankert, aber es kann da durchaus sein, dass vielleicht der ein oder andere Abgeordnete das auch anders gesehen hat. Das weiß ich jetzt auswendig nicht, Ich da auch muss ich nicht, leider. nachgucken. Ich weiß nur, dass ich die Verlängerung der pandemischen Lage ablehnen würde, wenn ich im Deutschen Bundestag Warum? sitze. Ja, weil die pandemische Lage wird mittlerweile daran festgemacht, an den Inzidenzen. So, die Inzidenzen, es gibt da mittlerweile 550 PCR-Teste, die im Prinzip, kann man sagen, nicht so genormt sind, die teilweise auch mit verschiedenen Zyklen gefahren werden. Und wir wissen mittlerweile alle, ab 30 oder 32 CT-Wert, also Zyklen oder die einen sagen auch Zoom-Faktoren, findet man Viren, die gar nicht mehr infektiös sind, ja, und die fließen aber in die Statistik mit ein. Und des Weiteren ist es so, dass kontinuierlich Betten abgebaut werden, auch in der pandemischen Lage. Und das ist etwas, was ich auch nicht verstehe, ja, wie man in einer Pandemie Betten abbaut. Und
Ja, das frage ich die Bundesregierung ja nun schon zum wiederholten Male und fast schon gebetsmühlenartig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese Antworten nicht einleuchten. Wie sehen Sie die aktuelle Politik? Da ist ja auch wieder Herr Kubicki sehr kritisch. Von Herrn Lindner hört man relativ wenig. Diese, wie soll ich es richtig ausdrücken, dass doch sehr viele Grundrechte inzwischen von einem gewissen gesundheitlichen Status abhängig gemacht werden. Sie wissen, welchen Status ich meine. Also, dass die Grundrechte jetzt davon abhängen, ob man geimpft ist oder nicht, das steht ja so auch nicht im Grundgesetz. Da heißt es ja, die sind unveräußerlich und es steht nicht drin, dass die davon abhängen, ob man empfohlenen Impfungen Genüge leistet. Ja. Also ich möchte erstmal sagen, wir haben ja im Parlament 80 Abgeordnete. So, und da hat jeder natürlich auch gewisse Schwerpunkte und Fachgebiete. Und Wolfgang Kubicki ist Jurist, ja, der ist Strafverteidiger, ist Rechtsanwalt, ist praktizierender Rechtsanwalt. Und es ist natürlich klar, dass der sich als juristischer Fachexperte gerade in dem Thema auch besonders stark exponiert. So, was für mich ein Skandal gewesen ist, vergangene Woche, ist das der Beschluss des Aufbauhilfegesetzes, dass die Bundesregierung und die Koalition, die Große Koalition, ein Gesetz ernötigt hat. Also das ist eine Nötigung gewesen, weil ich glaube, es ist einmalig, dass man nicht einzelne Punkte und Gesetze einzeln beschließt, sondern dass man sie kausal in Abhängigkeit bringt. Und das ist mir unverständlich gewesen. Die Fluthilfe ist wichtig gewesen, dass nach dieser Katastrophe da geholfen wird, auch finanziell. Aber dass man das mit dem Infektionsschutzgesetz in Zusammenhang bringt und die Änderungen dort mitbeschließt, dass man die Coronavirus-Einreiseverordnung damit in Zusammenhang bringt und die mitbeschließt, dass man das Datenschutzgesetz ändert und das auch noch mit dem Eisenbahngesetz, wobei ich gar nicht weiß, was das damit zu tun hat, das ist mir unverständlich und es ist eigentlich ein Skandal. Man hat zwar gegen diese Corona-Infektion, also gegen den Infektionsschutzgesetz namentlich abstimmen lassen, aber im Nachhinein hat man über das Gesamtpaket inklusive der Gesetze beschlossen, nicht namentlich. So, und es gibt ein Zitiergebot, das heißt also, wenn Grundrechtseinschränkungen betroffen sind, dann muss das in dem Gesetz zitiert werden. Und Artikel 12 ist mir sehr, also es ist unübersichtlich gewesen, es sind ja nur Wortfetzen gewesen, man hätte eigentlich dann das Infektionsschutzgesetz, dann hätte man da wieder weitere Gesetze nebeneinander legen müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ein Abgeordneter das nur so liest, weiß der gar nicht, was er beschließt. So, und jetzt muss ich selber nochmal gucken. Es war ja nach dem Zitiergebot, waren Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit betroffen, die Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und das sind für mich absolut rote Linien, die überhaupt nicht gehen, Herr Reitschuster. Das erinnert mich jetzt an die Sowjetunion, die ich ja am Ende noch erlebt habe. Da gab es ja Mangelwaren. Also zum Beispiel Kaffee war Mangelware. Und wenn man dann Kaffee kaufen wollte, dann musste man oft zwangsweise sozusagen noch Meeresalgensalat dazu kaufen, den niemand kaufen wollte, wenn man dann sozusagen die Ladenhüter mitgenommen hat. Und wenn Sie, wie Sie das jetzt hier erzählen, dann hat man eingesetzt die Fluthilfe, die ja wohl jeder will, sagt jeder, ja klar, das brauchen wir, wir müssen diesen armen Flutopfern helfen. Und dann hinten hat man sozusagen den Meeresalgensalat, was das in der sowjetischen Zeit gewesen wäre. Also noch ein Gesetz, das eher nicht so beliebt ist. Aber das ist ja eigentlich jetzt nichts, was man von einem Parlament oder von der parlamentarischen Arbeit so erwarten würde. Sie haben das ja schon ausgedrückt, also das findet nicht Ihr Gefallen. Ich bin jetzt auch erschrocken, wo Sie das so erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum passiert das so? Da könnte man ja einzeln abstimmen und dann wäre das transparent und klar und dann hätte man danach auch die Namen, wer dafür war und wer nicht und dann wird das so hinten wie der Meeresalgensalat sozusagen noch ins Paket mit reingedrückt. Also ich denke, ich habe mit 30 Abgeordneten während der Zeit geschrieben, telefoniert, mich ausgetauscht. Also ich bin
relativ gut vernetzt. Es war ja am Vorabend oder erst am Vorabend bekannt, dass man das zusammen verknüpft. Also man ist ja vorher eigentlich davon ausgegangen, dass genau das nicht gemacht wird. Und dann immer wenn Eile, wissen Sie, ich bin 10 Jahre im Gemeinderat gewesen. Ich war mit meiner Ehefrau, war ich das einzige direkt gewählte Ratsehepaar im gesamten Rhein-Sieg-Kreis. Also wir haben auch schon direkt Mandate gewonnen auf kommunaler Ebene. Und da weiß ich immer dann, wenn etwas in Eile beschlossen wird und Druck ausgeübt wird, dass man Entscheidungen irgendwie herbeizwingen will. Und das ist ganz klar damit geschehen. Niemand möchte doch später da stehen, dass gesagt wird, wie du warst gegen die Fluthilfe. Die ganzen Opfer, die armen Menschen, die ihr Haus verloren haben, die ihre Existenzen verloren haben. Wenn Sie da mal in Erftstadt oder in Ahrweiler gucken, ganze Geschäfte nach der Corona-Pandemie, nach dem Lockdown, ja, das haben die alle irgendwie überstanden. Dann haben sie Hilfen bekommen vom Bundeswirtschaftsministerium, ohne Kriterien. Später kamen die Kriterien, dann mussten sie das wieder zurückzahlen. Das wäre übrigens auch viel besser beim Finanzministerium, wäre das angesiedelt geworden. Denn die Finanzämter hätten diese Sachen viel besser prüfen können. So, jetzt müssen sie wieder zurückzahlen. Viele Solo-Selbstständige und Einzelunternehmer stehen vor dem Existenziellen aus oder vor der Ungewissheit. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. So, und jetzt ist in dieser Situation noch diese Flut und diese Flutkatastrophe passiert. Und da will doch niemand verantwortlich sein, dass man sagt, wie ihre Partei oder du wolltest oder sie wollten den Flutopfern nicht helfen. Und ich glaube, weil viele Abgeordnete, und ich bin auch in der SPD und CDU vernetzt, die haben gesagt, nee, wir wollen doch nicht dastehen, dass wir dagegen sind, deswegen stimmen wir dafür. Und dann haben die in den sauren Apfel gebissen und auch die anderen Sachen mitbeschlossen. Die FDP hat gegen Artikel 12 und 13 gestimmt, namentlich abgestimmt. Gut, da fehlen immer welche, es ist ja auch Sommerpause gewesen. Aber das ist ganz klar, dass man das erpressen wollte von der Bundesregierung. Das ist ein Skandal. Herr Lorenz, Sie haben jetzt Klartext gesprochen und ich muss ganz ehrlich sagen, so erwarte ich mir das auch von der Opposition. Mein subjektiver Eindruck ist aber, dass die Partei als Ganzes oder die Parteiführung nicht so einen Klartext spricht, wie ihn jetzt hier der Herr Lorenz spricht. Woran liegt das? Das kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen, weil ich nicht dabei bin, ja, oder noch nicht dabei bin. Ich denke, in demokratischen Parteien, da werden Dinge abgestimmt und auch intern diskutiert. Manchmal muss man auch schnell reagieren. Ich habe es jetzt auch selber erlebt in der Presse. Da werden manche Sachen zerrissen oder anders dargestellt oder es wird gefilmt, es wird was weggelassen, dass ein ganz anderer Kontext dahergeht. Und man muss halt einfach abwägen, dass man manchmal auch Ziele verfolgt und vielleicht auch ein bisschen leiser ist. Aber ich schätze es, wenn man klar, direkt, offen, mit offenem Visier. Und da bin ich ganz bei Wolfgang Kubicki, lieber Herr Reitschuster. Herr Lorenz, wer jetzt die Linke wählt, der weiß eigentlich, wo er dran ist. Wer die SPD wählt, weiß auch, wo er dran ist. Genauso bei den Grünen, da kriegt man linksgrüne Politik. Wenn man die FDP wählt, dann kann es sein, dass man eine Ampelkoalition bekommt. Also eine rot-gelb-grüne Politik. Und wie wollen Sie den Wählern die Partei trotzdem schmackhaft machen? Ich denke, Ihr durchschnittlicher Wähler, also ist jetzt meine Mutmaßung, aber ich glaube, dass der eher nicht zur SPD und zu den Linken oder zu den Grünen neigt, weil sonst würde er kaum FDP wählen. Wenn der nun aber davon ausgehen muss, dass Sie genau in so eine Koalition reinkommen, klar, Sie sagen dann immer, ja, wir verhindern da das Schlimmere, aber ist das wirklich das, was der Wähler will? Man bestellt jetzt auch nicht was Schlechtes, damit man nicht was noch Schlechteres bekommt, im Restaurant zum Beispiel. Also, was Sie gerade erwähnen, da gruselt es mir. Ich kann mir nicht vorstellen, mit einer Partei in eine Koalition zu gehen,
die hauptsächlich Verbote erteilt, die die Menschen bevormunden will, die immer weiter Steuern erhöhen will, für die Verbote Fortschritte bedeuten. Also ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Es ist aber so, und das ist ja, ich verstehe die Frage, mit wem koalieren Sie? Aber man muss immer wieder sagen, es wird erst gewählt. Ich halte es für auch rückblickend vollkommen für richtig. Ich erzähle das auch überall, wie Christian Lindner entschieden hat, vor 4 Jahren da auszusteigen. Wir wollten keine Dienstwagen, wir wollten Inhalte. Damals ist nie irgendetwas von der FDP richtig übrig geblieben. Die Grünen haben alles zugesprochen bekommen. Merkel hat dann die Verhandlungen, die man an dem Tag hatte, am nächsten Tag war das wieder obsolet und dann ist wieder gestrichen worden. Mag sicherlich auch dem Verhältnis geschuldet sein, was damals die jungen Abgeordneten Bijam Saray, Johannes Vogel und Christian Lindner mit Merkel hatten. Da gab es nämlich da auch so im Parlament damals irgendeine Amnesität. Ich glaube, mit einem Armin Laschet und der CDU, da regieren wir bereits erfolgreich in Nordrhein-Westfalen. Da ist ein ganz anderes Verhältnis und da regieren wir gut. Da gibt es viele Erfolgsbilanzen zu verzeichnen und ich glaube, da haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Aber je nachdem, wer wie viel Prozent bekommt. Es kann sein, dass die CDU einlädt und verhandelt oder es kann sein, dass die SPD einlädt und verhandelt. Und uns ist es wichtig, dass möglichst viele liberale Positionen von uns umgesetzt werden. Dass es keine Steuererhöhung zum Beispiel gibt. Dass es eine Entfesselung und Entbürokratisierung gibt. Weil der Mittelstand, der schafft die Hauptteil der Arbeitsplätze und ist die tragende Säule der Wirtschaft in der Bundesrepublik. In der Pandemie ist aber Folgendes passiert: Es sind weitere Bürokratie- und Gesetze eingeführt worden, Lieferkettengesetz. Jetzt muss ein Unternehmer, der einen Karton kriegt, muss auf einmal die Sache entsorgen und dann nachvollziehbar, offen, transparent verwalten und nachweisen, wie er den entsorgt. Und wenn er da irgendwelche Bremsbeläge bekommt und später mit einem Kunden neue Schläuche verpackt, um die zu verschicken, dann geht das auch nicht so ohne weiteres. Dann muss er dann noch nachweisen, an wen er das schickt. Das muss alles dokumentiert, das muss abgespeichert, verwaltet werden. So, also die sind noch zusätzlich mit den zahlreichen Bürokratien belastet worden. Und wir wollen eine Entfesselung, eine Entbürokratisierung. Wir wollen, im Prinzip wollen wir einfach den Unternehmer in Ruhe lassen und machen lassen. Wir wollen keine Subventionen. So, das ist noch etwas, was uns unterscheidet. Subventionen wecken Begehrlichkeiten. Da gucken Firmen, wie komme ich an die Gelder ran? Und dann ist alles darauf ausgerichtet, keine Ahnung, Windkraft zu bauen oder irgendetwas, nur um an das Geld zu kommen. Und das verhindert Innovation. So, wir stehen für Wettbewerb, für Innovation, für Erfindungsgeist. Und Subventionen, ich würde sie auf ein Minimum reduzieren oder vielleicht auch abschaffen, dann wäre es einem Wettbewerb, das wirklich das Beste hervorgibt, was auch die Verbraucher, was Angebot und Nachfrage Herr regelt. Lorenz, das ist alles, bin Und ich alles, ist alles sehr klar. Jetzt könnte man aber entgegnen, Sie waren ja 2009 kraftstrotzend in der Regierung mit Angela Merkel und vieles von dem, was Sie da jetzt gesagt haben, war auch damals schon Ihr Programm. Die FDP konnte dann damals nur sehr, sehr wenig davon durchsetzen. Wie wollen Sie den Wähler überzeugen, dass es diesmal anders wäre, wo die FDP aller Voraussicht nach nicht einmal so kraftstrotzend ist wie 2009? okay. Also erstmal die Empfehlung, wenn man mich wählt, dann kämpfe ich dafür und werde mich mit Herzblut Das da mag sein, aber Sie einsetzen. sind nur einer von 400 Abgeordneten. Okay, ja, das ist einer von vielen. Nein, das ist ja auch ein bisschen Schmunzeln jetzt gesagt. Aber 2009 hatten wir die Situation, Guido Westerwelle wollte ja ein Steuersystem, was einfach, niedrig und gerecht ist. Und er wollte aber auch in die
sagen wir mal, historischen Fußstapfen treten. Das Außenministerium, das war in einer Regierung in der Regel von der FDP belegt. Und man hätte klugerweise vielleicht auch darauf verzichten können und das Finanzministerium beanspruchen können. Denn es hat sich eins gezeigt, und da haben wir, glaube ich, auch daraus gelernt, dass Wolfgang Schäuble mit dem Finanzministerium alles das blockiert hat, was die FDP gefordert hat, auch ein einfach niedriges und gerechtes Steuersystem. Und ich hoffe, dass die FDP das Finanzministerium beansprucht, weil das ist der Dreh- und Angelpunkt, um Dinge durchzusetzen, die eben Geld kosten oder die eine Entlastung bringen, dass wir beispielsweise auch den Solidaritätszuschlag abschaffen, den wollen wir abschaffen, oder auch die Grunderwerbsteuer oder zumindest auch da gesetzliche Änderungen machen, dass es in den Ländern einfacher wird, um jungen Familien zu ermöglichen, ein Eigenheim zu finanzieren und auch zu bezahlen. Denn ein bezahltes Eigenheim, früher war das noch vielleicht die Regel oder viel öfter verbreitet, heute ist es immer weiter unwahrscheinlich. Ein bezahltes Eigenheim ist die beste Altersversorgung, wenn man später mal keine Miete bezahlt. Das dürfen Sie jetzt nicht der SPD sagen, wenn Sie mit der in einer Koalition sind. Ich fürchte, die haben da eine andere Meinung. Wir müssen allmählich zum Schluss kommen. Wie erklären Sie sich, dass in Deutschland generell die liberale Idee so schwach ist und auch die FDP mit Verlaub und trotz der relativ hohen Umfragewerte im Moment ja doch immer eine kleine Partei geblieben ist? Haben es die Deutschen nicht so sehr mit Liberalismus? Also ich glaube, der Liberalismus, es wird ja häufig der Neoliberalismus als Kampfbegriff verwendet, aber der Neoliberalismus ist ja die Weiterentwicklung des klassischen Manchester-Liberalismus, wo alles frei ist und nichts geregelt ist und die soziale Marktwirtschaft ist eigentlich der Neoliberalismus, wo auch der soziale Aspekt, also wenn Bürger oder Bürgerinnen nicht in der Lage sind, sich selber so zu versorgen, dass man ihnen hilft. Ich möchte dafür werben. Ich denke, der Liberalismus ist die beste Gesellschaftsform. Es ist aber verpönt, weil sie nur rein ausgemacht wird auf den Wirtschaftsliberalismus. Aber es ist vielschichtiger. Es gibt den gesellschaftlichen Liberalismus. Wir stehen für gleiche Chancen, für Chancengerechtigkeit, dass alle die gleichen Rechte und Pflichten haben und Ausgangspositionen. Aber das bedeutet natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt also, wir lassen auch unterschiedliche Ergebnisse zu. Ja, ich kann nur werben, es ist die beste Gesellschaftsform. Und das würde ich gerne wieder Dann doch noch populärer eine machen. allerletzte Frage, nachdem Sie das jetzt so gesagt haben. Haben Sie Angst davor, dass Deutschland jetzt noch linker wird, dass es zum Beispiel Rot-Rot-Grün geben könnte? Und halten Sie das für gefährlich? Wo könnte das hinführen? Also ich sage mal so, wenn die Linken Ränder stärker werden, werden automatisch auch die rechten Ränder stärker. Und das kann nicht im Interesse unserer Bundesrepublik sein. Ich habe bei mir auf meinem Wahlplakat, da steht für Marktwirtschaft, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und das sind die Attribute, die uns 70 Jahre lang Friede, Freiheit und Wohlstand garantiert haben und die aber mehr denn je in Gefahr sind. Und dafür möchte ich mich stark machen, dass diese Werte wieder, dass es mehr wieder abgeleitet wird von Prinzipien, ja, auch das Eigentumsrecht, die Vertragsfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit. Unabdingbar, dass für jeden die gleichen Rechte gelten, für jeden Bürger gleich, aber auch für den Staat. Und eben nicht irgendeine Befreiung einer Verbotsvorschrift, dann haben Sie auf einmal eine Ungleichbehandlung. Und wenn man aber versteht, Herr Reitschuster, wie wir ticken oder wie wir Entscheidungen ableiten, dann bringt das eine gewisse Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Und das würde auch wieder der Politik mehr Vertrauen schenken.
Und dann müsste man halt auch reden und handeln, und da spreche ich jetzt alle Parteien an, in Einklang bringen. Und dann wäre ich bin ich eigentlich guter Dinge. Die Mitte, die muss unbedingt Dann gestärkt doch noch werden, eine um die Ränder näher zu halten. allerletzte Frage, weil in der Vorbereitung für dieses Interview im Internet bin ich darauf gestoßen, dass es irgendwo hieß, bei der FDP die Kandidierenden statt Kandidaten. Und zum Beispiel in Berlin hat die FDP hat einen Fußgängerübergang in Regenbogenfarben gemalt. Das mag ja alles in Ordnung sein, aber es ist nichts, was ich jetzt prinzipiell mit originärer liberaler Politik verbinden würde. Ist da nicht ist ein bisschen so, dass man da zu sehr diesem linksgrünen Zeitgeist hinterherrennt? Nein, also die Regenbogenfarben, sage ich mal, die sind ja eine gewisse Offenheit, dass jeder Mensch so sein Leben gestalten kann, wie er möchte. Jeder darf lieben, wen er möchte. Also mir ist das vollkommen Schnuppe, ob jemand lesbisch, schwul, bi, queer oder sonst irgendwas ist. Die Freiheit sollte jeder größtmöglich haben. Und die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird. Und das ist jetzt ein Teil des gesellschaftlichen Liberalismus. Ich sage mal als Rheinländer, jeder Jeck ist anders und das ist gut so und soll jeder machen, wie Aber er meint. Kandidierende können es nicht Kandidaten sein? Aber Bitte? Kandidierende können es nicht einfach Kandidaten sein oder zur Not noch Kandidatinnen und Kandidaten? Kandidierende, das klingt so nach Candiszucker für mich. Ja, da haben Sie recht. Also, ich sage Kandidaten und auch Kandidatinnen. Da habe ich auch mal eine Kritik bekommen, dass sich weibliche Personen nicht angesprochen gefühlt haben. Und da denke ich, okay, dann kannst du das auch so nennen. Auch Bürger und Bürgerinnen. Also, bis zu dieser Kritik habe ich eigentlich immer nur Bürger gesagt, Ich ja. halte auch immer noch das Maskul jetzt kriege ich es nicht mehr raus, linguistisches Maskulinum, aber ich glaube, das ist falsch, halte ich immer noch für etwas, was eigentlich alles impliziert. Witzigerweise in meiner zweiten Heimat Russland sind die Frauen oft beleidigt, wenn man die weibliche Form noch mit anspricht. Die sagen dann, ich bin doch keine Ärztin, ich bin Arzt. Da sehen Sie, wie relativ das Ganze ist. Ich dann aus Deutschland frisch komme und sage, du als Ärztin, ich bin Arzt, ich bin keine Ärztin, wie kommst du auf sowas? Also, das ist alles sehr relativ. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Sie haben auch bewiesen, dass die FDP liberal ist. Ich hatte das ja schon vorher gesagt. Ich habe alle Parteien im Bundestag angeschrieben. Die Parteizentrale hat sich nicht gemeldet, aber Sie haben gerne zugestimmt zu dem Interview. Das zeigt in meinen Augen gelebte Demokratie, auch innerparteilich. Ich erinnere daran, Ralf Lorenz, Bundestagskandidat der Freien Demokratischen Partei im Rhein-Sieg-Kreis, war heute hier zu Gast. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielleicht sehen wir uns bald einmal in Berlin, wenn Sie im Bundestag sind, Herr Lorenz. Ja, würde mich freuen, Herr Reitschuster, und Ihnen auch alles Gute weiterhin und ja, allen einen schönen Tag, Abend. Ja, kann ich noch gerade einen Gerne, Abschlusssatz wenn es kein sagen? langer ist, immer Eine kleine gerne, Empfehlung. ja. Also ich möchte die Politik etwas anders verstehen wollen. Nicht, dass die Politik den Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie den Dummen etwas erklärt und erzählt, wie die Welt funktioniert, sondern dass ich als Bundestagskandidat oder vielleicht auch bald Bundestagsabgeordneter den Menschen mehr zuhören möchte. Weil ich glaube, jeder Einzelne ist der beste Experte seines Lebens. Und wenn wir den Menschen wieder mehr zuhören, erfahren wir mehr. Und Politik muss Dinge einfacher machen, effizienter zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen. Und ich würde gerne dieses Amt als Dienstleister der Menschen in meinem Wahlkreis ausführen, ausfüllen in Berlin und daher werbe ich Erststimme Ralf Lorenz, Zweitstimme FDP.
Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Meinung Dank für gehabt, mein aber es ist Schlussstatement. ja ein Interview und alle anderen Parteien haben ja auch die Möglichkeit. Und was Sie gesagt haben, das ist auch etwas, was ich für mich als Journalist genauso sehe, dass ich eben meine Aufgabe nicht darin sehe, die Menschen zu erziehen, ihnen zu sagen, was richtig ist. Und das finde ich auch so schlimm, dass viele in meinem Beruf das inzwischen so sehen. Und insofern haben Sie als Politiker und ich als Journalist hier in diesem Bereich eine offenbar etwas ähnliche Herangehensweise. Nochmal alles Gute. Jetzt möchte ich noch eine Aber dann Sache, bin ich das eine Allerletzte. wichtige Sache, allerletzte, weil das hat auch mit Ihnen zu tun, mit der Meinungsäußerung. Das steht in unserem Grundsatzprogramm, wir müssen nicht einer Meinung sein, aber wir tun alles nach Voltaire, dass jeder seine Meinung sagen kann. Und ich erlebe im Augenblick auch auf Podiumsdiskussionen, dass einige Abgeordnete da teilweise, wenn man anderer Meinung ist, irgendetwas, der ist aber auch, das ist aber lol oder das ist ja, so. Und dann habe ich gesagt, und das sage ich jetzt hier auch, jeder, der eine andere Meinung diskreditiert und in eine rechte Ecke, Verschwörungsecke oder Leugnerecke drängt, ist ein Verfassungsfeind, weil er die im Grundgesetz verankerte Recht auf freie Meinungsäußerung diskreditiert oder ausschalten will. Und die Meinungsfreiheit ist der Grundpfeiler unserer Demokratie. Das war jetzt noch ein sehr wichtiges Schlusswort. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das so gesagt haben und dass Sie hier auch diesen Klartext verwenden. Das finde ich sehr deutlich ausgedrückt und das sehe ich so wie Sie. Und erschreckend ist, dass das bei vielen gar nicht mehr so ankommt, dass die es heute schon viele einfach für normal halten, dass man dann Menschen mit anderer Meinung als Verschwörungstheoretiker oder als Rechte hinstellt, obwohl es ja wirklich absurd ist. Ja, also selbst die Sarah Wagenknecht oder der Oskar Lafontaine wären dann ja Rechte nach dieser neuen Denkweise. Und danke, dass Sie das nochmal auf den Punkt gebracht haben. Und ich hoffe, dass das viele Menschen so sehen und dass das doch wieder der demokratische Konsens wird, dass man nicht Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, aber eine andere Meinung irgendwo haben, diffamiert, weil das ist wirklich die Ausschaltung der Meinungsfreiheit durch das Hintertürchen. Aber jetzt müssen wir wirklich. Wir müssen doch die Gesellschaft nicht spalten, sondern wir müssen sie wieder Genau. zusammenführen. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ich erinnere nochmal dran, Prima. Ralf Lorenz, Bundestagskandidat der FDP im Rhein-Sieg-Kreis. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, schauen Sie auf meine Seite. Alles Gute, danke, ciao. Reitschuster.de